Alter. So, da sind wir wieder. Alter. Das war gerade echt ein lustiger Tod gewesen. So, bitte nicht nochmal. So, geh erstmal weg, bitte. So. Ach ja. Scheiße. Scheiße. Ganz ruhig. So, erstmal einen Heiltrank nehmen. Und jetzt gucken, dass wir hier irgendwie vorbeikommen, schnell. Die sind ja immer noch beschäftigt eigentlich. Go, go, go. Go, 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 go. Okay, wir müssen schnell hier rein erstmal, aber hier sind wir safe. So, sehr gut. Hier geht's aber nirgendwo wirklich weiter. Die Leiter waren mir jetzt auch schon oben gewesen, da war auch nichts mehr. Ich geht an sich nur noch hier lang, wo der eine Riese war. Hier geht's auch nicht runter in dem Wasser, würde ich wahrscheinlich sterben. Unten, hier unten ist noch was. Rötliches Wasser, okay. Hier ist eine Truhe, da waren wir auch schon. Was ist mit dem Typen, der da liegt? Riesenseele, untersuchen. Okay, cool. Dann hätte ich ja schon davor mal machen können. Und damit haben wir uns jetzt also abgeschlossen. Ja, gut, nice. So, Leute, das hätten wir also. Okay, wir müssen also anscheinend immer so einen komischen gefallenen Riesen da irgendeine Seele mitnehmen, wie es aussieht. Hallo. So gut, dann machen wir mal zu der zweiten, zu dem zweiten Riesen, bevor wir jetzt hier zu dem Königsturm machen. Wo ich ja eh immer noch nicht so genau weiß, wo das ist. Aber ich weiß, wo der zweite Riese ist. Ich überlege nur, ob es noch einen dritten Riesen gab. Weiß es gerade nicht. Haben wir da, wir haben doch sogar das Leuchtfeuer dafür. Aber wisst ihr was, bevor wir da hinmachen, dann gehe ich mal ganz schnell hier nach unten und check mal eben, ob ich die Tür jetzt aufbekomme. Das würde mich mal noch interessieren. Und mir fällt auch gerade ein, wir müssen an sich auch noch den Boss machen von dieser finsteren Welt da, den ich irgendwie zwei, dreimal versucht habe, der sich gesplittet hat, wo ich dann gestorben bin. Den müssen wir eigentlich mal noch probieren. So, ich will mal ganz schnell hier runter machen. War die hier irgendwo gewesen, die Königstür? Also da muss man ja auch nur irgendwie hinkommen. Ich weiß aber echt gerade nicht wie. So, wir gehen mal hier durch. Mal sehen, ob die Tür jetzt aufgeht. Eisenschlüssel benutzt. Ah, cool. Ah, alles klar. Okay. Macht das Schaden? Nee. Da ist er. Wow. Okay. Ich kann das nicht blocken. Ey, wozu habe ich denn das Schild, wenn ich hier irgendwie... Das nervt mich ein bisschen immer, muss ich ehrlich sagen. Egal, hauen den jetzt erstmal um hier. Ich muss halt mit Ausweichen arbeiten. Ganz ruhig. Er macht jetzt nicht so viel Schaden. Boah, ich... Nervig. So drauf. Ja, es geht schon. Drauf. Könnte ich eigentlich auch mal draufhauen jetzt hier. So. Okay, jetzt erstmal irgendwie einen Heiltrank nehmen. Ach so, hier ist auch der Wurm. Okay, dann sollte ich mal irgendwie hier hin. So. Scheiße. Was macht denn der jetzt? Okay, der kann... Alter! Das sind ein paar hässliche Viecher. Eigentlich gleich zwei Hand machen, oder? Ein bisschen was blocke ich ja trotzdem mehr ganz Schaden, glaube ich. So drauf. Au. Ich darf nur nicht zu weit weg, weil sonst macht er wieder so eine Scheiße. Boah, ist das nervig. Das ist auch kaum ersichtlich immer. Ja, ich darf nicht zu weit weg. Na komm. Hab's geblockt.
Ja, der macht halt irgendwie noch Feuerschaden, was einem durch das Schild kommt. Deswegen. Dammit. Ich bräuchte halt irgendwie ein Schild, was wahrscheinlich mehr Feuerschaden noch blockt. Das ist ein nerviges Vieh. Es ist halt auch null ersichtlich, wann es was macht und so weiter. Komm, wir killen sie einfach schnell. So, hätten wir Heiltrank. Oh, das hat gar keine Seelen gebracht. Sterbe ich, wenn ich hier drauf gehe? Nein. Oh, hier ist noch so ein Vieh. Ah nee, das ist das Vieh, was hier so spuckt, ne? Oh, das sind ganz viele. Und die bringen ja nicht mal was. Das ist ja bescheuert. Okay, dann rennen wir jetzt einfach durch und looten mal schnell. Schild. Au. Geht's hier durch? Ach, hier sind wir jetzt. Ah, okay. Also schließt sich der Kreis. Scheiße. Okay. Also es macht doch überhaupt keinen Sinn, die alle zu töten letztendlich. So, Leute. Letzter Versuch jetzt. Ich will es noch einmal probieren. Aber dann habe ich, glaube ich, irgendwann noch die Schnauze voll wegen den Viechern hier. Alter Schwede, so, wir müssen hier lang. Ich glaube, ob ich diesmal schaffe. So. Jetzt nehme ich nochmal schnell einen Heiltrank. Und jetzt einfach schnell losrennen hier. Schild oben. Ja, lässt mich halt nicht vorbei. Man lässt mich nicht vorbei, Leute. Jetzt vielleicht. Ach, ich komme hier nicht raus. Nee. Ich komme nicht raus. Und da hinten steht auch noch einer. Und hier liegen halt zwei, drei Sachen, die man noch looten kann, aber. Nö. Das ist mir jetzt der Aufwand nicht wert. Sollte da irgendwas total übelst krass Wichtiges sein oder so, dann könnt ihr mir das ja gerne schreiben. Aber ich, nö. Wir machen jetzt weiter mit, wir machen jetzt einfach zu dem einen Riesen da, zu dem anderen da. Und mal gucken, ob da auch noch eine Erinnerung ist. Und dann mal schauen, wahrscheinlich dann entweder durch die Tür. Wenn wir mal hier sind, können wir hier auch gleich dann durch die Tür machen. Ja, erstmal machen wir zu den zweiten Riesen. Will ich mich nochmal menschlich machen? Nee, jetzt erstmal noch nicht. Reißen. So, wir machen jetzt weiter von den Riesen hier hin, zur Ladenrast. Ich hatte mich auch schon ein bisschen gewundert, weil das ja irgendwie wie eine Sackgasse ist eigentlich, wo wir da hingelaufen sind, das Gebiet. Und jetzt weiß ich endlich, wofür das Leuchtfeuer ist. Es ist wirklich wahrscheinlich dann echt nur dafür da, dass man dann schneller bei dem Riesen ist. Anders kann ich es mir zumindest nicht erklären. Also. Warte mal. Wir müssen einfach jetzt nach rechts hier. Ja. Hier ist er. Kann ich ihn nicht untersuchen? Doch, kann ich. Gegenstand auf dem Riesenbaumsamen. Untersuchen. Ach, hier geht gar nichts mehr. Okay, das überrascht mich. Krass, wie wenig Schaden die mittlerweile machen. Infanterie-Axt. Also hier kann ich nichts mehr machen, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Okay, na dann gehen wir halt mal durch die Königstür und gucken, wie es da weitergeht. Wenn sie sehen. Also teleportieren wir einfach wieder zurück. So. Dumm. Königstür machen wir jetzt. Ich überlege gerade, ob irgendwo noch ein scheiß dritter Riese war. Hier ist auch keiner mehr. Machen wir erstmal das Ding jetzt hier auf. Und gucken mal. Sehen wir den Ding erstmal aus, oder? Ja, ist ja egal, welchen wir jetzt ausziehen. Nee, falsch. Wo sind die? Hier. Bei dem Verfolger, da könnte man nochmal gucken, wo wir gekämpft haben. Ob da irgendwo vielleicht was war. Ich weiß es nicht mehr. Das ist das Einzige, was noch in Frage käme irgendwie.
Mal schauen. So, jetzt direkt mal ein Leuchtfeuer. Da ist auch ein Riese. Ich mache mich jetzt mal noch nicht menschlich. Okay. Nein, nicht runterfallen. Aber da waren wir noch nicht. Kann man irgendwas looten? Kann man das untersuchen? Okay, dann passiert das. Okay, dann müssen wir aber auf jeden Fall dann nochmal hierher. Weil da war noch was zum Looten gewesen. Also wir können dann nochmal bei dem Verfolger gucken, ob da irgendwas war. Gedanken an Jake. Okay. So, wir wollen nicht so lange hier bleiben wieder. Nebel betreten. Ist hier ein Boss oder was? Ich mach mal meine Waffe, mag ich. So. Dann gehen wir mal durch. Alter, hier ist wieder was los. Was looten. Das geht ein Leuchtfeuer. Nehme ich mit. Alter, da kommt... Alter! Zieht euch mal das mit dem Kopf hier rein. Kann ich irgendwie killen? Halt. Wow, das macht richtig böse Schaden hier. Moment. Reicht das von der Reichweite? Na, super. Ah, die kommen da bestimmt nicht durch an dem Kopf vorbei, oder? Ich hoffe es zumindest mal. So. Ich hoffe einfach mal, dass die hier nicht vorbeikommen. Sieht gut aus. So. Ah, das ist ein Riese hier. Guck mal. Ein richtiger Riese. Scheiße. Ah, das wird wahrscheinlich der Boss sein, schätze ich mal. Aber da muss ich natürlich erstmal irgendwie hinkommen. Okay, also ich muss einfach versuchen, schnell hinter den Kopf irgendwie, dann kommen die anderen zwei auch nicht hinterher. Und dann, genau wenn der einmal geschossen hat, hier dieses Katapultzeugs da mit dem Feuer, dann muss ich wahrscheinlich auf den losrennen oder so, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ich bin jetzt aber nicht an dem Riesen gestorben, glaube ich, sondern an irgendwas anderem halt. Der hat ja gar nichts machen müssen, der Typ. Cool ist, dass wir trotzdem die Seelen bekommen hier von denen, die sterben. Das ist eigentlich ganz witzig. Ach, Beam. Ich stelle mich mal hier hin. Keine Ahnung, ob das jetzt safe ist. Wahrscheinlich nicht. Komm mal der Kopf runter, bitte. Kopf. Hallo? Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Halt rank. So, und jetzt losrennen hier. Einfach rechts. So, jetzt bleiben wir erstmal hier, machen die Waffe mag ich. So. Jetzt muss man kurz warten, bis hier geschossen wurde. Schieß nochmal bitte. So, jetzt. Ab geht's. Seelen aufheben. So, da ist er. Scheiße. Okay, ich muss schnell vor denen. Heiltrank. Hinter ihm meinte ich. Boah. Ja, der funktioniert letztendlich genauso. Da hätte ich erstmal noch warten sollen, bis er einmal stampft, dann ausweichen, Heiltrank nehmen oder so. Meine Güte. Aber irgendwie kriegen wir den dann jetzt schon hin. Ich setze jetzt einfach mal einen Cut. Bis gleich. Ich renne erstmal ein Stück nach vorne. Ich hoffe, dass ich das dann gleich irgendwie triggern kann, dass der geschossen wird. Dass der Kopf nach unten kommt. Weiß es nicht. Ja, jetzt sehr gut. Okay, also nach vorne rennen, dann lösen wir das erstmal aus. Gut zu wissen. So, und jetzt einfach vorrennen. Egal. So, Heiltrank.
Waffe mag ich machen. Und wenn geschossen wurde, loslaufen. Jetzt nämlich. So, ich halte mal das Schild oben, vorsichtshalber. Ganz ruhig. Oh, damn it. Hinter ihn irgendwie. So, jetzt ein Heiltrank. Oh, der stampft gleich wieder. Weg hier. Scheiße. Man sieht halt hier fast gar nichts. Das ist ein bisschen assi. Oh, ich sehe gar nichts. Okay, ich hau mal drauf. Mal sehen, was man... Ja, damn it. So, einmal draufhauen. Okay, der Schaden sah ziemlich ordentlich, den wir machen. Nochmal. Ausdauer erstmal. Einfach hier bleiben. Ist gar nicht so schlecht, die Stelle, glaube ich. Wow. Bin ich gestaggert. Okay, Ausweich hinter ihnen erstmal. Soll er gleich hier stampfen. Aber ich weiß nie, wann ich zuhauen soll. So. Ausdauer. Hat uns nicht getroffen. Drauf. Sehr gut. Immer schön Schild oben halten. Drauf. Sehr gut. Ausdauer erstmal. Ja, so, jetzt können wir wieder draufhauen. Sehr gut. Ausdauer. So, drauf. Scheiße. Oh, wow, wow, wow. Heiltrank. Schnell. Ach, scheiße, Mann. Da hat echt nicht viel gefehlt, Leute. Man hat halt nur einen Überblick. Ich weiß ja nicht, ob man vielleicht nicht anvisieren sollte, aber... So, da sind wir wieder. Also wieder nach vorne rennen. Das müsste eigentlich schon reichen. Jetzt wieder zurück. Heiltrank schnell nehmen. Okay, Komfort ausgelöst. Ich warte erstmal, bis geschossen wurde hier. So, scheiße. Heiltrank. Ja, der Typ ist halt noch da. Das nervt ein bisschen. Springen. So, haben sie irgendwie noch geschafft, Leute. So, da sind wir. Heiltrank. Waffe mag ich machen. Noch einen Heiltrank nehmen. So, jetzt können wir loslaufen. Ab geht's. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht getroffen. So. Boah, ich kann das nicht blocken, den Schlag. Ach. Ganz ruhig. So, jetzt kann ich doch bitte mal einen Heiltrank nehmen, oder? Das ist doch eine Stelle, wo das gehen sollte. Sehr gut. So, Schlag. Ausdauer. Schlag. Ausdauer. Na komm. Immer erst, wenn er geschlagen hat. Immer erst, wenn er geschlagen hat, blocken. Zu hauen. So. Sieht gut aus. Ausdauer, 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 Ausdauer. So, jetzt kommen wir mal. Sehr gut. Ich sehe nichts. So, jetzt kommen wir. Sehr gut. Ausdauer. Ganz ruhig. So, jetzt kommen wir wieder. Zehen aufgehoben. Schlag. Sehr gut. Ganz ruhig. So, wieder drauf. Sehr gut. Was macht er? Ich geblockt sogar. Also mit dem Schild geht das ganz gut eigentlich. So, blocken erstmal. Scheiße. Das war aber irgendwie so ein verzögerter Mist gewesen. Mach mal irgendwas. So, Heiltrank. Okay, haut hin, haut hin, haut hin. So, wow, 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 ich geblockt. Drauf. Blocken erstmal. Mach mal irgendwas. Ich geblockt. Drauf. Und noch einmal müssen wir hauen. Ich bin ausgewichen. Und jetzt komm, auf den Fuß drauf. Bam, nice. Puh. Er ging auf jeden Fall. Und hier konnte ich endlich mal wieder mein Schild ordentlich einsetzen. Sympathie der Riesenschlüssel und Riesenfürstenseele. 100.000 Seelen haben wir bekommen. So, ich nehme jetzt ganz schnell. Oder gucke ich erstmal kurz, was hier noch ist. Ah, hier liegt ja so ein Typ. Da komme ich wieder raus aus der Erinnerung. Und jetzt nicht weiter. Okay, na, dann gehen wir einfach zu dem Typen. Riesenseele. Riesenseele. Mal gucken, wir haben schon ein bisschen von den Riesenseelen. Aber cool, wir haben geschafft und wir haben 100.000 Seelen und ich kann die jetzt vielleicht sogar mal investieren. Was hält man denn davon?
Nee, aber der ging auf jeden Fall. Also der war, weiß ich, ob er ein Schild mal wieder ordentlich einsetzen konnte. Das ist ganz angenehm gewesen. Oh, da ist jemand. Oh nee, den müssen wir schnell draufhauen. So. Alter. Heiltrank. Alter, ich will jetzt hier nicht schon wieder sterben. Total bescheuert. So, Achtung. Drauf. Und gleich nochmal. So ein Arschloch. Das ist doch schon wieder nach Flan vor allem. Das ist das zweite Mal, dass er jetzt da ist. Was soll denn das? Nervensäge. Nur weil ich den scheiß Hebel drücken musste, hm? So gut, dann haben wir es geschafft und jetzt ganz schnell. Alte Feder wieder. So. Hätte man einfach die Leiter hochgehen können, aber egal. Alter Schäfer, das geht, das geht. 100.000 Seelen, da können wir ordentlich, also wir können auf jeden Fall so 4 Level machen. Und wir haben auch übelst viele Seelen des Helden bekommen. Die bringen ja, glaube ich, auch nochmal so 20.000. Die Frage ist nur, wo wir das jetzt rein investieren wollen. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall erstmal noch die Beinlinge auf plus 5 bringen. Ich überlege halt nur, will ich dann doch nochmal auf den Drachenzahn, aber wir machen eigentlich genug Schaden, finde ich. Und der Drachenzahn wird nicht sehr viel besser sein, wenn überhaupt, als mein Knüppel. Weil, wie gesagt, den Drachenzahn kriegen wir nur auf plus 5. Mein Knüppel, der kriegt man auf plus 10 und basismäßig war meine Keule auf 220 Schaden gewesen und der Drachenzahn ist, glaube ich, auf 300 irgendwas. Die skaliert wahrscheinlich dann auch höher, wenn man die einen Punkt höher bringt und so, aber ich glaube nicht, dass sie viel besser sein wird. Eben, weil man sie nicht auf plus 10 bringen kann. Ich mache es mal die Beinlinge und dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Punkte irgendwie leveln. Vielleicht mal wieder ein Leben oder so. Hätte irgendwie Lust auf mehr Leben. Muss mal schauen. So, erstmal verstärken. Rüstung. Ich meine, wir können ja mal gucken, wie hoch wir den Knüppel jetzt schon bekommen, den Drachenzahn. Ah ne, da würde ich ja fast lieber dann die Handschuhe machen, oder? Haben wir die Beinlinge überhaupt noch hier? Na, hier sind's. Ach scheiße, fehlt ein Titanit, ein glitzerndes. Na, dann machen wir die Handschuhe eins höher. Jupp. Plus 3, plus 4. Okay, cool. Ne, wie gesagt, hier der Knüppel. Guck mal eben, Drachenzahn, wo ist er? Hier. Der nächste Schritt würde den Schaden um 10% erhöhen. Sagen wir mal, wir kriegen den um 50% erhöht, den Schaden insgesamt. Also mit 5 Level. Dann hätten wir den Schaden auf 450. Ich weiß nicht mehr, was unsere Keule gemacht hat. Ich glaube, war die nicht bei 500 sogar gewesen, physischen Schaden? Oder war die irgendwie 400? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wird der Drachenzahn nicht sehr viel besser sein. Und vielleicht ist er sogar schlechter oder gleichwertig da mit meiner Keule. Und natürlich lieber ist erstmal meine Ausrüstung weiter pimpen. So gut, dann. Was schaust du mit der? Aufsteigen. Ist halt jetzt die Frage, Belastung will ich erstmal nichts mehr investieren, logischerweise. Wir können da Anpassungen auch machen, aber ich glaube, ich will jetzt erstmal Vitalität noch ein bisschen machen. Was macht denn das für einen Unterschied? Moment. Halt, jetzt habe ich ja total Murks gemacht hier. 1578. Ja, das sind halt knappe 100 Leben mehr. Ausdauer bringt halt auch. Ausdauer bringt aber auch ein bisschen mehr Leben, aber nicht sehr viel. Könnte auch Anpassungen machen. Ich mach erstmal Vitalität. So, 34. Hätten wir. Aber wir haben noch ganz viele von diesen Seelen hier. Moment. Was heißt viele? Zwei. Guck mal eben, ob die noch was Interessantes verkauft. Glitzern, das hat sie leider nicht mehr. Also halt cool, dass sie auch die ganzen Steine hier vertickt, muss ich sagen. Leider tot. No interest. See you, sir. But until. So, machen wir mal ein Level. Oh ja, 35. Macht natürlich auch nicht so super viel aus, aber über die Zeit summiert sich das dann auch wieder. So gut, dann machen wir wieder Wald der gefallenen Riesen und wir wollten noch mal kurz hier bei der Arena schauen.
wo wir gegen den Verfolger gekämpft haben. Dann müssen wir wieder Kardinalsturm. Das mit der Tür haben wir also anscheinend jetzt. Und wir haben aber noch so einen Schlüssel bekommen. Den muss ich mir dann mal angucken, wofür der sein soll. Das weiß ich gar nicht so richtig. Vielleicht steht das ja da. Also ich denke ja mal, dass das jetzt wirklich ein Story-Boss war. Also das, wir mussten den töten, um hier voranzukommen. Wird also der Schlüssel auch eine größere Bedeutung haben. Ich überlege halt nur gerade, was das sein soll. Und so, hier ist nur die Schlüssel. Nee, hier nicht. Hier. Sympathie der Riesen gewährt Zugang zum Thronzimmer unter dem Schloss. Durch hier. Ist auch super, ne? Uralter Schlüssel, ein sehr alter Schlüssel in der Beschreibung. Okay, hier das Herz des Aschennebels haben wir ja von dem Drachen bekommen. Also dadurch sind wir jetzt auch erst in der Lage, in diese ganzen Erinnerungen zu gehen. Und das haben wir jetzt von dem Riesen bekommen. Gewährt Zugang zum Thronzimmer unter dem Schloss. Also das Einzige, was jetzt Sinn machen würde, wäre das Twin Lake Schloss. Da war ja auch so eine Königstür gewesen. Da waren wir ja zwar schon, aber da war ja noch so eine Tür gewesen in dem Gebiet. Und das wäre dann sozusagen unter dem Schloss. Also das wäre jetzt so das Einzige, was mir dazu einfällt, wo man das benutzen könnte. Aber wir machen jetzt erstmal, wir haben erstmal zum Verfolger. Gucken da nochmal. Und danach haben wir noch einerseits den komischen Boss hier in diesem komischen Schattengebiet da, in dem Finsternisgebiet, wo ich echt ein bisschen Schiss vor habe, muss ich sagen, weil der war ziemlich eklig gewesen, vor allem, wo der sich ja gesplittet hatte, aber den will ich natürlich auch killen. Und dann haben wir an sich auch noch König Ventrik, ne? Und da habt ihr ja geschrieben, ich muss einfach mehrmals draufhauen und dann kann ich gegen ihn kämpfen. Also das würde ich schon gerne auch noch machen. So, und ich laufe schon wieder so einen Morks hier zusammen, ganz ruhig beamen. Also, wir laufen. Hier müssen wir lang. Und dann nach links einfach. Nee, das ist Unsinn. Oder? Ja, das ist Unsinn. Wir müssen hier lang. Und dann nach links, so. Also, ich habe zwei Bosse haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Die ich erstmal gerne machen würde, dann. Wie wenig Schaden die machen, ey. Hau nochmal zu hier. Die machen ja gar keinen Schaden mehr. Ja, doch ein bisschen. Das ist heftig, Leute. Also da zumindest merke ich, dass die Rüstung was bringt. Ach komm. Okay, hat er halt überlebt. Also. Aber ich bin ganz happy, dass ich den Riesen jetzt so schnell geschafft habe. Weil bin jetzt ein bisschen vorbelastet dann doch durch den Drachen. Das hat so ewig gedauert, ey, so unglaublich. Und das hat mir wirklich alles abverlangt, auch was Geduld angeht und so weiter. Also ich war kurz zum Aufgeben gewesen. Guck mal, das ist der Typ. Und guck mal, das ist ein Riese. Ja, super.